Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Warum sind wir hier? Ja, ich habe die Folge begonnen. Also, dann bin ich 10 Sekunden diese Treppe hochgelaufen. Und dann gut. Also nicht viel verpasst, außer dass das hier Amata ist. Oder auch, Amata, wie hieß die genauso aussah wie Amata? Das war, glaube ich, Amata und wie hieß die Dame nochmal aus Fallout 3, von der mit das Ödlands Überlebenshandbuch kriegt? Moira Brown, genau. Howdy. Ubi. Hallo auch. Was führt Sie nach Prim? Und du nix. Wer sind Sie? Ich bin Ruby Nash. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Mann und ich leben schon lange in Prim. Er betrachtet sich als Händler. Ich kenne mich in der Küche aus. Aha. Was sollte man über Prim wissen? Meine Mutter hat mir beigebracht, nie etwas Unhöfliches zu sagen. Daher kann ich Ihnen im Augenblick auch nichts über Prim sagen. Das ist eine traurige Angelegenheit. Besprechen Sie die Sache mit Mr. Nash, falls Sie interessiert sind. Ich finde es einfach nur zum Heulen. Ja, what do you cook? Meine Spezialität ist Red Skorpion Giftschmortopf. Mm. Ist leckerer, als es klingt. Das Gift hat ein scharfes, rauchiges Aroma. Und es betäubt Ihren Mund so sehr, dass Sie glatt vergessen, dass Sie eine Zunge hatten. Solange Sie keine wunden Stellen im Mund haben, durch die das Gift in Ihre Blutbahn gelangt, ist alles in Ordnung. Ansonsten sind Sie tot. No, natürlich. Das klingt gut, oder? Wie viele Red Scorpion Giftdrüsen haben Sie denn? Ich hab keine. Dann müssen Sie wohl noch ein paar finden, was? Kommen Sie wieder, wenn Sie Erfolg hatten. Ja. Yeah. Howdy. Hi. Alle hier mit gezückter Waffe, findet es doch auch, Red? Versteckt? Ja, wie das geht, das wissen wir. Bitte weitergehen. Ja. Frage ist, was haben wir davon? Munition, oh, eine 9mm Pistole. Stimpack. Brauche ich nicht. Ich will natürlich jetzt noch nicht zu viel. Spicket Knuckles. Aha. Naja. Howdy. Hi. Mit. Was? Was sind denn jetzt die Spicket Knuckles? Waffen? Ach, so ein Nahkampf. Ach. So. Hey, wo ist der Mann? Ruby. Nash. Ist er das? Ja, es ist er, glaube ich. Hey. Ah, ne, es ist Johnson. Ja, ich bin immer noch am Mesh. Also, du weißt, was ich meine. Oh. Ich dachte, man könnte in Fallout Sachen verkaufen, die man geklaut hat. Aber war doch nicht so. Was ist denn jetzt nochmal meine Aufgabe? Broschüre zu Vance's Casino. Eine der spektakulärsten. Ja. Genau, my kind of town. Prim's deputy has been captured by powder gangsters and reason Stephen needs to be rescued. Ja. Das klingt nach einer der Sachen, die ich jetzt gerne machen würde. Die ich auch jetzt machen werde. 120, das sind 10 Magazine, damit dürften wir eigentlich auskommen. Aber erstmal knacken wir das Terminal. Ja, wie das mit dem Terminal geht, Fallout 3, das wissen wir.
Jetzt die Frage. Ich denke mal, Costing ist es nicht. Das heißt, Statues könnte es sein. Enabled möglicherweise auch. Eintrag entfernt. Ich will nicht Eintrag entfernt, ich will Erlaubnis auffüllen. Was? Da. Realize. Okay. Melting ist nicht möglich. Bastion glaube ich auch nicht. Heading war bescheuert. Das geht glaube ich auch nicht. Captain auch nicht? Jetzt ist knapp hier. Das Ding ist. Ja. Ja. Wheeling. Okay, dann ist es eins mit nee, nicht mit Ding. Bending. Ne, Benden ist was anderes. Talking. Ist immer noch das Ing. Okay, denke ich mal. Routing? Aha, ja, okay. Okay, wenn Routing 5 ist, also Ing auf jeden Fall, dann ist es wahrscheinlich ein Ting. Was ist denn hier noch mit Ting? Costing. Ja. Siehst du, Ausschlussverfahren, das geht immer. Wer setzt sich denn bitte schon Routing als Passwort? Das ist auch so eine Sache. Oh, ja gut, dann hätten wir das Schloss theoretisch auch knacken können, aber... Naja. Dieser Vault-Tag... sorry. Box gibt es auch als, oh, Business-Tief-Wartungsschlüssel. In irgendeiner Special-Version von Fallout 3 gab's das. Medex? 9mm Pistole, Medex. Das war Skype. Nein! Ein Erste-Hilfe-Kasten. Leere Spritzen nehmen wir mit. Weil wir damit, glaube ich, irgendwann. Also erstmal wiegen sie nichts. Das heißt, es gibt eigentlich kaum einen Grund, das nicht mitzunehmen. Ich hätte Skype ausmachen sollen. Und. Zweitens kann man damit, glaube ich, irgendwie. Crafting betreiben. Dynamit und Kleinkaliber und Wodka Gorbatschow. Des Wodkas reine Seele. Ups. Hätte er aber eng werden können auch. Ah, die haben alle so viel Geld dabei. Hydra. Stimpack, Söldner Veteran-Outfit und in dem Mülleimer ist nix, okay. Oh oh. Aber gut, der hat nur ein Rohr oder wie das heißt dabei. Ich glaube, das Veteran-Outfit ist besser, ne? Kann das sein? Aber ich habe immer noch hier mit dieser. Das ist ja. 9mm Pistole ist eine Maschinenpistole, ist natürlich auch schon nett. Wollte ich nicht. Ich sehe das nicht. Ja, macht es. Ah. Habe ich zwar selber mit Schaden bekommen, aber das war's wert. Ein Trooper Helmet. Ist der besser als meiner? Schadenswelle 2, Schadenswelle 1. Jo. Ich habe ja die Sunset Sarsa Pearls dabei. Durst? Mach das. Oh. 1. Okay.
Das Vorkriegsgeld, da gibt es auch keinen Grund, das nicht mitzunehmen. Das ist leer. Eine Metallkiste. Noch ein 20 Zahlsepuller. Ha, schade. Noch mehr Vorkriegsgeld. Ach du Scheiße! Revolution der Teddybären! Ich verschwinde. Meine Güte! Na toll. Was haben wir hier? Ein Verkaufsautomat, Coca-Cola. Kaugummi Mentez. Da haben wir eine Tür. Die nach oben gehen wir später. Mülltonne. Vorkriegsgeld. Guck mal. Geld im Mülleimer. Das ist immer. Noch ein 20 Zasse Perola. Was? Hier drüben. Oi. Yeah. 5 ein Kadaver, ja, Dynamit-Tagklammer. Ein Kalibergewehr. Ja, was wollte ich gerade getan haben? Ich weiß jetzt nicht was, aber. Ah, manchmal sind in diesen Dingern. Okay. Oh. Ja. Vielleicht. Ja, Mülltonne. Da ist der Typ. Ich will eigentlich erst diese Leute erledigen. Atomic Cocktail ist auch viel wert. Bier jetzt nicht so. Scotch. Wodka. Oh, Wein. Das sind. Wow! Aufbereitetes Wasser. Guck mal. Ja. Warte, ich loote dich. Was ist das denn? Oh oh. Was wollen die denn alle ihn umbringen, habe ich das Gefühl. Ist er tot? Verdammt, der ist tot. Okay. Bringt lieber mich um. Verdammt. Wow. Hä? Warum ist der immer tot? Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Sie müssen Deputy Beagle sein. Oh ja, sehr vergnügt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin hier in einer, misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich, wenn Sie mich freimachen könnten. Ja, aber Sie werden gleich sterben, glaube ich. Haben Sie Informationen über Kane, die mit einem Kerl in einem karierten Anzug unterwegs sind? In der Tat, werter Herr. Und ich würde nur zu gerne meine Informationen mit Ihnen teilen, sobald man mich enthaftet. Sprach 40. You can tell me or you can rot in here. Nun, Sie sehen aus wie die vertrauenswerte Sorte. Ist gut. Ich werde sagen, was ich weiß. Sie sagten, Sie gingen nach Novak. Wenn Sie hinterher wollen, empfehle ich stark, dass Sie die Straße durch Nipton befolgen. Die Wüste ist voll mit Gefährlichkeiten und ich kann Ihnen keinen Schutz anbieten, weil ich ja hier bleiben und auf Prim aufpassen muss. Es wäre hocherfreulich, wenn Sie mich frei machten. Wie kam es, dass Sie als Geisel genommen wurden? Also, ich kann nur sagen, das war mein Karrieretief als Gesetzeshüter. Die Pulverbande schlich bei Nacht in die Stadt und brachte meine Schwester und ihren Mann, den Sheriff, um, im Bett, während ich schlief, im Büro. Ich überwachte sie scharf und wartete sprungbereit auf den rechten Moment, um sie alle zu arrestieren. Dabei machte ich mir gewissenhafte Notizen. Zu meinem Besturz wurde ich entdeckt, während ich in den Schatten lauerte und man verbrachte mich an diese Örtlichkeit.
Ich werde sie jetzt erstmal freilassen. Oh, na, das ist ja großartig. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Ja. Verstehe ich. Während du da hier in Flammen stehst, ist ja ganz klar, dass die Luft ein bisschen eng wird. Wenn sie versuchen wegzulaufen, statt an meiner Seite zu kämpfen, dann bringe ich sie selber um. Oh, aber gewiss doch. Ich würde nie zulassen, dass sie meine Entführer mit meiner Hilfe bekämpfen. Ohne meine ich. Bitte ihnen nach. Da kann er ja nix machen. Das ist ja scheiße. Sind sie zufällig gekommen? Ich frag mich gerade also. Es wäre hocherfreulich, wenn sie mich frei machen. Ja. Das Ding ist, der stirbt dann einfach. Sind sie zufällig gekommen, um mich zu... Oh. Ich hoffe doch sehr, dieses Martyrium ist bald um. Ja, das... Ich hoffe bloß, dass ich sie nicht benutzen muss. Ja. Er hat doch eine Waffe. Ich will lieber, dass der ein Stimpack oder so bekommt. Und den Zaun brechen. Das ist kacke gerade. Ich mache einfach mal einen Cut und gucke gerade mal nach. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also bis dann, tschüss.